Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, wir haben in der letzten Folge versucht, dieses Ding hier in diesen Container reinzuschießen. Und Fun Fact, ich habe jetzt probiert, mit den kleinen Dingern hier was zu machen und bin beim zweiten Versuch da reingeflogen. Bedeutet, wir werden es jetzt nochmal probieren, damit es auf Kamera ist. Deswegen starten wir mal hier schnell durch. Und es wird jetzt natürlich eine kurze Reise jeweils, weil wir kurz schauen müssen, dass die richtigen Parameter kommen. Wahrscheinlich wieder. Aber die ist gerade... Fliegt die zurück? Also ich mache mal anmerken, das ist jetzt hier echt nur Trial and Error. Das hat hier nichts mit, wer baut eine gute Rakete zu tun, das hat hier mit Trial and Error zu tun. Jetzt fliegt die zurück. Das hat doch nichts mit Gönnen zu tun, Leute. Jetzt macht die einen Kreis. Ich hätte es einfach von. Ich hätte es akzeptieren sollen, dass es funktioniert hat. Ich hätte es akzeptieren sollen, dass es so knapp wieder. Irgendwas ist doch da ganz, ganz schief. Irgendwie muss es doch funktionieren, rein theoretisch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, warum habe ich es nicht angenommen? Ich wollte es unbedingt noch im Video zeigen. Und habe gedacht, ach komm, das ging jetzt so schnell, das wird auch gleich wieder so schnell gehen. Jetzt fliegt die Rakete überall anders hin, außer dahin, wo ich sie will. Oh, jetzt. Okay, nochmal. Es kommt, das gibt's doch gar nicht. Das habe ich vorhin geschafft. Gerade eben habe ich es geschafft. Genau dahin. Bloß ein bisschen daneben. Ich tue jetzt die Maus automatisch hier vorne umlassen schon. Und wenn das Ding... Das funktioniert nicht. Ah, das ist doch ein Schwachsinn. Ah, das hat nichts. Das hat rein was mit Glück zu tun. Da guck. Wird so knapp. Das Ding war gerade eben drin. Warum habe ich den Sieg nicht einfach angenommen? Mann, jetzt könnt ihr mich jetzt noch ein paar Minuten verzweifeln sehen. Als, oh, komm, ich weiß, dass das Ding funktioniert hat. Jetzt fliegt es zu mir. Ja, sicher. Jetzt gehen die blöden Mülleimer rein. Ey, das gibt's doch gar nicht. Nein! Genau dazwischen! Jetzt kommt's zurück. Ah! Also irgendwie, ich check noch nicht so ganz... Was da alles jetzt Parameter spielt, wo kann ich gucken, welche Parameter ich gerade habe? Eigentlich muss ich doch eigentlich auch irgendwie aufstellen können, dass die Rakete gut steht. Das wäre doch noch besser, dann könnte ich wirklich so aufladen, wie sie es haben will. Aber die schaltet sich dann immer kurzfristig aus. Ah! Okay, zurück, zurück. Wir probieren es jetzt nochmal neu. Nö. Ich nehme jetzt den zweiten von dem hier und schaffe das jetzt irgendwie. Mir wurscht wie. Das funktioniert jetzt. Ja, sehr knapp vorbei. Nochmal ein bisschen adjustieren mit dem hier. Ach, come on. Das war jetzt zu hoch. Mal gucken, dass das einfach passt und funktioniert. Problem ist, du hast auch jedes Mal eine andere Umgangsvariable gefühlt. Oh oh.
Ja gut, Leute, wir kennen das Prozedere bei sowas. Wir sehen uns gleich wieder, sobald ich das Spiel neu gestartet habe. Bis gleich. So, Leute, wir sind zurück und probieren das jetzt hier weiter. Weil das muss irgendwie funktionieren. Ansonsten muss ich das Ding irgendwie wahrscheinlich noch verändern. Oh, okay, mit dem noch einen Versuch. Neue Stadt, komm. Ach nö, 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 nö. Ja, 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 nö, nö, ja, komm. Es ist zwar buggy, aber wenn es gut... Komm schon, diese paar Zentimeter. Es ist so daneben, guckt euch das an. Kann ich da reinzoomen? Da, es ist zwar wackelig, aber es hängt genau da, wo es eigentlich hin sollte, in die Nähe. Was habe ich jetzt gemacht? Video verarbeitet? Was habe ich jetzt gemacht? Und hängt sie wieder auf. Nee, hängt sie nicht, okay. Okay, ich gebe dir noch ein paar Versuche. Komm schon. No! Ich weiß nicht, ob es an der Tastatur liegt vielleicht, die ein bisschen einfach zu breit ist und sich dann aufhängt. Dann gucken wir uns das Ganze nur an. Ich habe das Gefühl, es bleibt halt an der Tastatur hängen. Noch ein Versuch. Andererseits kann diese blöde Tastatur natürlich auch der Punkt sein, der uns festhält. Okay, nee, wir tun das noch. Neues Design. Komplett New Design. Schrott, wo ist... nee, Müll muss es sein. Müll, Müll, Müll. Toilettenpapier. Ein Funnel. So ein blödes Ding integriert und... Wir versuchen jetzt Lightweight zu bauen. Booster. Links. So. Schauen wir, ob das mit den kleinen Dingern fliegen kann. Kann es, okay. Ey, das ist doch so doof, was ich jetzt mache. So. Okay, das könnte natürlich ein ganz anderes Thema jetzt sein. Das könnte... Und es geht wieder los. Oh, das kriege ich Aggressionen. Nur ein Versuch. Oh. Okay, ich nehme dem unten ein Triebwerk weg. Vielleicht hilft das. Zurück zur Konstruktion. Was ist, wenn ich nur solche einbaue? Dann fliegt es ja nur schräg rüber, oder? So rein logisch. Und dann muss ich ja nur die Höhe anpassen. Zurück zur Konstruktion. Und jetzt habe ich gemerkt, okay, das ist zu Ding. Dann tun wir einen von denen und den anderen noch ein bisschen höher. So. Und wenn alles gut läuft. Huh! Okay. Jetzt hat es nicht mehr genug Hochflug, wie es scheint. Also es kann doch nicht sein, dass es auf einen Schlag... Ich check dieses Spiel nicht. Es kann doch nicht so unterschiedlich sein, wie eine Rakete fliegt. Ja, okay, das Treibstoff könnte anders sein, aber rein theoretisch nach dem Spiel sollte es ja gleich sein. Jetzt ist es dahinter geflogen. Dahinter!
Es tut mir echt leid für euch, aber das müsst ihr jetzt mit anderen aushalten. Ihr wolltet die Mission sehen. Okay, woran liegt es jetzt, dass das Ding dann anfängt zu kippeln? Oh, jetzt lädt es wieder so lang. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde diese Mission jetzt weitermachen. Und ich hoffe, dass wir uns in ein paar Minuten wiedersehen. Also, bis gleich. Hallo Leute und herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Aufnahmeteil dieser Folge. Ich habe es gerade geschafft. Mit einer leicht modifizierten Version. Einmal kurz gestartet. Es ist reingeflogen. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg echt noch einen Anfall mit dem Ding. Aber wir können jetzt offiziell hier auf Beenden klicken. Wir können das Video hochladen, dann zeige ich es euch nochmal kurz. Wir machen Container Champion. Fliegengewicht wiederverwertet. Müllingenieur. Doppellauf. Und laden das Video hoch. Kommen wir jetzt schon eklig und cool. 1000 Abonnenten mehr. Oh. Okay. Und jetzt sieht es. Nein, ich wollte das. Können wir das bitte nochmal von vorne sehen? Und dann fliegt es nach einer Zeit einfach flupp rein. Das war echt das ganze Ding jetzt hier. Ich will mal ein Video halten vom Trashwitz. Spitzensatz XL. Ich habe einen kleinen Lohn für dich. Oh, Raketenbausatzteile. Ja, ja. Ist jetzt nicht direkt vom Müll, aber jemand hat es weggeworfen und kann es sicher gebrauchen. Nice. Jetzt können wir natürlich viel noch hier sagen, dass wir noch einen Teil absägen wollen. Das Bein zum Beispiel. Von dem haben wir noch nicht genug. So, heruntergeladen. Dann haben wir jetzt noch Dynamitstart. Bau einen Dynamit, bla bla bla. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt das hier. Ziel setzen. Und schauen uns mal diese neue Spitze an, die wir besitzen. Das passt jetzt rein theoretisch zu dem Teil und zu dem Teil. Nein, das war jetzt echt nicht der Plan, sondern eher der Plan, dass ich das Ding umdrehe und hier ansetze und dann Heavy Boost hier drin verbau. Schauen wir uns mal das an. Das ist ein bisschen anders heavy. Und das geht auch ganz schön ab wie irgendwas. Holy shit. 2 Kilometer? Wie schnell ist denn das noch? Geschwindigkeit? Okay, jetzt geht es dann langsam wieder gegen den Boden. 2,25 Kilometer mit dem Booster, aber ist auch nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ich sehe die Sterne. Und zurück Richtung Boden. Und das war's. Beenden. Epischen Tech haben wir dafür. Ein Skelett. Absolut mythisch. Hai. Meile und ein Hotdog. Und dann laden wir das Ganze hoch. Schauen wir mal, was er da draus macht. Eigentlich haben wir es ja abgelehnt, aber komm, es ist eine der letzten Missionen hier. Why not? 25.000 Aufrufe. 42.000 Abonnenten. Was? Ich hätte es umbenennen sollen, ne? Habe ich jetzt das Spiel verloren? Ja, das war jetzt blöd. Das musst du dir nie wieder sagen. Okay. Okay. Jetzt,
jetzt ist meine Frage. Ich habe immer noch die Aufgaben. Also wenn ich hier die Schlammschlacht mache, baue einen Teil vom Mond, erreiche eine horizontale Entfernung von 3 Kilometern, bleibe unter einer horizontalen Entfernung. Lass die Rakete explodieren, indem sie auf den Boden aufschlägt. Okay, Ziel setzen. 3 Kilometer. Wir brauchen einen Monococktail drin. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Also von daher jetzt hat... Ja. Das war jetzt zwar nicht der Plan, aber ich hätte es mir irgendwie denken können, ne? Ich dachte, das wäre dann der Sinn hinter. Ist das der Sinn hinter und dadurch wird dann ein neues Ding gemacht oder so? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist das jetzt auch der Sinn. Ich muss die Mission hier noch fertig machen. Bauen nur Teile der A. Bauen nur Teile der Gruppe Schrott ein. Okay. Sollte man davor lesen, ne? Das ist jetzt großer Flaschenrahmen. Ich tue wieder oben drauf meine Lieblingssache. Und zwar die. Wo ist sie denn? Wo sind die meine Schubkarren? Meine viertelte Schubkarre. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, was weiterhin passiert. Weil irgendwas muss ja dann noch weiter passieren, oder? Das kann ja nicht jetzt das Ende vom Spiel sein, oder? Also, bis dann. Ciao.